Hallo meine Lieben, willkommen bei Whiteout Survival, Tipps und Tricks. Heutiges Thema, Truppen- und Spatronenmanagement. Ich spiele in einer sehr aktiven und starken Allianz. Wir haben aktuell 94 Teilnehmer, von denen der größte Teil sehr aktiv mitspielt. Das heißt, gerade bei Events wie Ginas Rache oder aktuell den Söldnertrupp ausschalten, kommt es oft dazu, dass unsere Rallyes zwar voll werden, aber mit zu wenigen Leuten. Um das zu ändern oder zu verhindern, hier ein paar Tricks. Zum einen das Schwadronenmanagement. Wir haben verschiedene Speicherslots, auf denen wir unterschiedliche Schwadronen abspeichern können und bei Bedarf verwenden. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Auf eurem Avatar unter Schwadronen und Truppformation könnt ihr euch Truppformationen zusammenbauen. Ihr seht bei mir hier oben von 1 bis 5 habe ich Speicherslots, die ich belegt habe. Speicherslot 1, das sind meine stärksten Trupps mit den stärksten Helden, weil wir aktuell versuchen, den Level 5 Terror zu legen. Dann habe ich einen mit knapp 10 Millionen Stärke mir abgespeichert, einen mit 30k Trupp, einen mit 9k Trupp und einen mit 3k Trupp. Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dass gerade bei Ginas Rache die Berserker Level 1 so schwach sind, dass es Sinn macht, einfach nur mit wenigen Truppen reinzugehen und dafür viele Leute mitzunehmen. So, wie mache ich das jetzt? Ich gehe nochmal raus. Also, Avatar, Schwadron, Truppformation und dann stelle ich mir zusammen, was ich haben möchte. Gehen wir einfach nochmal auf Ginas Rache, das, was ich gerade gezeigt habe. Als erstes wähle ich meine Helden aus. Grundsätzlich, wenn ich nicht die stärkste Truppe haben möchte, nehme ich einfach immer Gina mit, weil die gibt mir einen Bonus auf Ausdauer. Und dann, ja, freie Wahl. So, das ist fertig. Dann alle Truppen zurückziehen. Dann wollte ich 3000 Truppen. Das heißt, ich nehme von jeder Sorte jeweils 1000 mit. Zack, zack, 3000, meine Helden stehen, ich speichere ab, suche mir den Speicherslot, 5, bestätigen, bam, 5. Das heißt, jetzt könnte ich eine Rallye starten, nehmen wir mal Level 3 Terror, zack, gehe auf meinen Speicherslot und automatisch sind meine Truppen so, wie ich sie mir abgespeichert habe, drinne. Genauso kann ich das machen, wenn ich anderen Rallyes beitrete. Zum anderen ist noch wichtig der Autobeitritt, die Autobeitrittsfunktion. Hierfür starte ich wirklich mal eine Rallye. So, zack. Habe hier unter Autobeitritt natürlich noch verschiedene Einstellmöglichkeiten. Unter anderem benutze diese Formation. Und hier im Setup kann ich mir eine Formation wählen, mit was ich in den Autobeitritt reingehen möchte. Ihr seht, auch hier habe ich gleich verteilt 3500, das heißt insgesamt 10.500 mit den stärksten Helden. Speichern, rausgehen. Jetzt muss ich eigentlich nur noch einen Augenblick. Hier das Häkchen setzen, weil ich benutze diese Formation. Zum anderen seht ihr hier unten Bereiche, wo ihr auch Häkchen setzen könnt. Wenn zum Beispiel Polarterror ihr 50 von 50 bereits erledigt habt, könnt ihr das Häkchen rausnehmen
Damit haben andere die Möglichkeit, in die Relais reinzukommen. Das heißt, ihr kommt aus der Warteschleife einfach mit raus. Ja, ich hoffe, das hat euch weitergeholfen und freue mich auf das nächste. Ciao, ciao.